Also ich meine, das ist schon stark. Das gefällt mir. Das ist doch ein Hammer-Ding, ne? Guck mal, das ist eine echte Sanduhr, du. Oh, ich liebe das. Also ich liebe das wirklich. Muss ich mal da drüben hinstellen. Mag ich total. Kann man das sehen da drüben? Ja, ich finde das toll. Also ich finde das wirklich toll. The La Salle Autograph Hotel Chicago. Wow. Also ich meine, ich war ja hier in Chicago in einem anderen Autograph. Ja, das hat mir also Blackstone, das war schon gut. Das war schon gut. Und komme jetzt von einem Autograph ins nächste Autograph und bin jetzt im The LaSalle Autograph in Chicago. Und ich muss sagen, das hat schon Qualität. Das ist schon so ein fast so ein bisschen Luxury. Fast ein bisschen Luxury. Ah, kann ich nicht anders sagen. Ist irgendwie so diese gesamte Ausstattung, die Qualität, auch das, was man hier so an Materialien hat, das gefällt mir. Das ist wirklich in Ordnung. So, und ich habe hier eine kleine Junior Suite. Auch das finde ich fantastisch. Die interessante Bauweise ist ja zum Beispiel, dass es eigentlich alles hier mal ein Marriott Hotel war. Das heißt, das ist auch noch alles Marriott. Denn wir befinden uns hier im Marriott Hotel und zwar in den unteren Stockwerken von 5 bis 21. 21 ist die Rezeption. Hier bin ich im 20. Stock, das ist die höchste Etage, damit auch natürlich die Luxury-Etage für Suiten. Die Suiten sind hier ganz anders angeordnet, also sie gehen nach hinten los. Also hier ist das Schlafzimmer, dann kommt das Wohnzimmer und dann das Bad. Noch eine kleine Diele dazu. Sehr nett gemacht, also wirklich überraschend positiv. Also ich habe auch so das Gefühl, dass hier in Chicago die Qualität der Hotels besser ist, weil natürlich auch hier schon die Macht, die Power ist. Das kann man schon deutlich spüren. Also, das kann man spüren. Wenn du hier durch diese Gegend hier gehst, das ist ja ein gewachsenes Bum-Bam-Bim-Haus. Ja, also da ist ja eine Kraft, da kommt eine Power raus. Das spürst du einfach. Ja, also von, ich weiß nicht, alle Top-Firmen der Welt sind hier in Chicago vertreten. Das ist so. Und ich meine, wir fangen mal an mit Trump. Ja, Trump hat hier sein erfolgreichstes Gebäude gebaut. Das ist hier die Nummer 1 weltweit. Das ist unfassbar. Also ich meine, dieser Trump Tower ist auch gigantisch. Ist also besser als New York. Und dabei ist er gar nicht so gerne hier. Er ist ja lieber in New York. Aber ich wäre ja, wenn ich Trumpy wäre, wäre ich ja gerne hier. Da ist ja also ein Traumgebäude. Wirklich. Also was er da gebaut hat, fantastisch. Wir sind im LaSalle Hotel. Und dieses LaSalle, ja, das ist alles so ein bisschen auf Geschichte getrimmt. Also hat man das ausgekernt, das Marriott hat das ein bisschen kleiner gemacht, hat das Marriott also oben gelassen, da hinten raus. Ich war auch mal kurz drüben, habe mal gar angeguckt. Das ist klassisch Marriott. Und hier hat man dann angefangen, alles zu erneuern, zu streichen und so. Also es ist natürlich ein relativ neues Hotel. Aus dem Grunde freue ich mich, dass ich zu einer Zeit komme, wo das zwar neu, aber dennoch interessant ist. Also das heißt, es ist jetzt nicht gerade gestern eröffnet worden, sondern es ist seit Anfang des Jahres auf und es ist, ja, man riecht nicht mehr diese Farben und so. Also ich habe hier fantastisch geschlafen. Es gibt hier ein Restaurant, muss ich sagen, tolle. Die Bedienung ist ganz gut, aber das Restaurant selbst, diese Steaks, ein Steakhouse, die waren nicht in der Lage, ein Medium-Steak hinzukriegen. Dann habe ich das zurückgehen lassen und dann haben sie mir nachher statt ein Medium so ein Medium Rare oder so. Also war nicht in der Lage, ein Steak zu braten. Da habe ich gesagt, die sollen aufhören. Die sollen aufhören. Bin in die Küche und habe gesagt, sie sollten mit dem Steakbraten aufhören. Sollten Tortillas machen. Ich meine, das sind Mexikaner. Die haben keine Ahnung von Steaks. Ehrlich, die haben keine Ahnung von Steaks. Die braten das durch. Da ist ja also ohne Worte. Also ich bin erschrocken. Na gut. Da war ich beim Frühstück hier und das ist ja auch wieder so, dass da gibt es dann $14 zum Frühstück. Oh Gott, das ist ehrlich. Diese $14 zum Frühstück, wenn ein Frühstück ja allein schon 25 kostet. Na gut, ich habe da so ein Croissant gegessen, das hat dann, ich weiß nicht, $11 oder was gekostet oder $19 so und dann Cappuccino dazu plus Steuer. Also, naja, also man braucht das eigentlich nicht machen. Man holt sich eigentlich einen Kaffee und ein Brötchen oder irgendwas und dann reicht das. Man kann das essen, aber es ist unverschämt. Für die Preise ist es unverschämt. Da habe ich eine sehr nette Bedienung getroffen, die kommt aus Deutschland, aus Ostdeutschland, schön, wundervoll, hat hier also schon viele Jahre arbeitet sie hier. Und sie hat mir auch gesagt, es sind dramatische Zustände in Amerika. Also ich habe das nicht nur als Eindruck, sondern es ist bestätigt worden. Diese Frau, die hier lange arbeitet und die in den Servicebereichen arbeitet, sagt, es ist unterirdisch geworden. Was hier stattfindet, ist der reine Wahnsinn. Was sich auch Mitarbeiter teilweise herausnehmen, die also sagen, das mache ich nicht oder so, ja.
Und wenn der Manager dann sagt, pass mal auf, so und so, dann gehen sie hin und sagen, der hat mich laut angeschrien. Also da ist ein Kampf zwischen Management und ich hoffe nicht, dass das so brutal bei uns nach Deutschland kommt. Also wenn das nach Deutschland kommt, auch noch zu diesem ganzen grünen Irrsinn, den wir da haben, dann steht wirklich Deutschland vorm Untergang. Dann haben wir wirklich das Ende erreicht. Aber so muss ich sagen, naja, also ist das hier noch ein Hotel, wo ich mich zumindest wohl und persönlich im Bereich von Luxury gefühlt habe. Das will ich eigentlich damit ausdrücken. Weil hier doch noch ein bisschen Personal arbeitet, was noch ganz gut drauf ist. Die Ausstattung eben sehr schön ist. Und naja, wenn man jetzt mal runtergeht an diese Bellboys, oh, Kinder, ehrlich, also das sind auch so Typen. Das, ich weiß gar nicht, auch. Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie bei uns die Obstgeschäfte in türkischer Hand. So ist hier alles in schwarzer Hand, wenn es um die Türgeschichten geht. Also sind immer schwarze und dann sind die immer. Ich habe immer so diesen coolen Gang, ja. Das ist immer so locker, lässig, cool. Und wenn du dann sagst, pass mal auf, komm mal ein bisschen in die Hupe, dann gucken sie dich komisch an, ja. Aber ich habe ja kein Problem damit. Also ich habe mit denen ja kein Problem. Sage denen auch ganz klar, was Fakt ist. Ich sage, du machst deinen Job, ne? Und dann sagt er, ja, warum nicht? Ich sage, ja, du hast ihn dir so zurechtgebaut, dass er für die Kunden nicht mehr ankommt. Wie meine ich das? Ja, Kundenservice, aber da noch was von weiß. Ah, da kippt die Stimmung, ja, wenn man also dann eben nicht mehr freundlich ist, sondern die Fakten auf den Tisch bringt, dass man ihnen mal sagt, wenn sie einem schon da unten diesen Job haben, fragt man sie, warum machen sie ihnen den Job? Ja, so. Ich frage dann, warum machen sie den Job? Die mögen ihn doch gar nicht, weil das, was sie machen, ist kein Job. Das ist, ja, ich setze mich hier hin und warte, dass einer mich nicht anspricht, ne? So, und dann bin ich ja auch so neugierig, gucke hier dann auch so um die Ecken und so. Und schon kam einer und sagte, was ich hier mache, da sind sie dann aufmerksam. Ja? Da wollen sie dann Boss spielen. Sind sie aber nicht. Dann sage ich, ja, ich bin hier Kunde, bin Gast des Hauses und ich schaue mir diese Begebenheiten an. Ist das ein Problem oder was? Nein, nein, no, 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 Sir. Na, also. So, dann werde ich auch in Ruhe gelassen. Ich muss ja immer erstmal auf den Putz hauen hier in diesen Hotels. Genauso hier beim Housekeeping. Also, die haben mich schon genervt, das kann man nicht anders sagen. Also, jetzt nicht hier, sondern eben bei den anderen Hotels. Um 11 Uhr geklopft, um 13 Uhr geklopft und um 15 Uhr geklopft und gefragt, wann ich rausgehe. Guck mal, so ist eine Frechheit. Ich habe gesagt, wenn Sie jetzt noch einmal klopfen, hole ich die Polizei. Das ist Belästigung. Das ist Belästigung meiner Privatsphäre. Nochmal, wir müssen darüber nachdenken. Das ist eine Belästigung in meiner Privatsphäre. Dieses Ding ist jetzt privat. Das habe ich gebucht, bezahlt und Ende. Und da draußen steht ein Schild, nicht stören. Und wenn da trotzdem jemand stört, dann erlaube ich ihm das einmal. Aber wenn der wiederkommt nach einer Stunde und stört mich wieder, hole ich die Polizei. Und ich mache das. Also ich würde das wirklich machen. Ich würde die Polizei anrufen und würde dann sagen, ich fühle mich belästigt, das Housekeeping lässt mich hier nicht in Ruhe. Bin mal gespannt, wie die reagieren. Man muss das immer erstmal gemacht haben. Weil ich meine, es kann doch nicht angehen, dass ich hier viel Geld bezahle und ich nicht in der Lage bin, dass die das nicht akzeptieren. Also wenn die heute, ich bin ja ganz entspannt hier aufgestanden, werde dann gefrühstückt und so. Na guck mal, ich bin ja auch ein Bademann. Guck mal, wie schön. Herrlich. Schubbelig war ich, frisch, sauber. Nichts altes Zeug, da rieche ich also jetzt nicht irgendwelchen, na, muss immer noch mal doppelt riechen, nicht noch irgendwas vom Vorgänger, ne? Sondern dass sie das gleich wieder reingehängt haben, sondern dass sie es eben gewaschen haben. Das ist eben wichtig, das ist entscheidend. Das muss frisch und das darf nicht nach irgendwelches Parfum und auch vor allem nach Schweiß und sowas riechen. Muss man einfach wirklich mal ein bisschen dranbleiben, auch mal in die Taschen gucken, ob da nicht irgendwas drin ist. Manchmal lässt ja jemand was drin und dann haben die nicht geguckt, einfach hingehängt, dann weißt du, aha, das ist nicht gewaschen worden. Und von der Seite bin ich jetzt heute gespannt, ob die mich stören. Sollten die mich stören, mache ich noch ein Nachvideo, oder? Das erscheint aber dann bei Klartext, weil das ist, also das kann ich hier bei dieser Hotel-Review und so, kann ich das nicht reinbringen, das wäre zu hart. Da würde ich dann wirklich die Kamera ja dann auch anmachen und würde dann also denen mal auf den Pott hocken und sagen, das ist mir, langsam geht mir das auf den Senkel, ja? Ich meine, ich bin ja noch hier im Ritz-Carlton, da düse ich jetzt nachher hin. Bin ich auch gespannt, wie das so abläuft. Und ich bin noch im Sheraton Hotel, diesem großen Sheraton Hotel. Also es wird noch, gibt ja noch ein paar schöne Sachen. Und ich bin auch im Luxury Hotel. Also ich habe noch schöne drei Hotels eigentlich vor mir, worauf ich mich auch freue, weil wirklich die Qualität der Hotels hier in Chicago ist besser als in New York. Ich würde also lieber nach Chicago in die Hotels gehen als in New York. New York, das hat mich nicht begeistert. Das war wirklich, das ist so dieses klassische schlampige, schmutzige Dreckhotel. Ja, also hier kann man sagen, das ist okay. Das ist die Qualität, wo ich anfange, mich wohler zu fühlen. Wo ich sage, hier komme ich auch wieder. Also hier würde ich wieder buchen. Das war also jetzt für mich in Ordnung. Gibt keine Upgrades. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Es gibt dann einfach nur vielleicht ein bisschen schönere Ausstattung für uns Ambassador-Member. Aber die sind da eben sehr sporadisch. Deswegen bin ich da auch locker. Ja, also ich bin. Und sehe das mittlerweile aus einer anderen Perspektive. Ich habe mir dann auch
die Sanduhr dazu gesteckt. Komm, eine kleine Sanduhr finde ich jetzt. Würde ich mitnehmen. Das ist wirklich eine witzige Idee, das hier so ins Zimmer zu stellen, dass man sieht, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, die Zeit. Die Zeit vergeht sehr schnell, darüber müssen wir nachdenken und deswegen wollen wir in unserer Zeit nur was haben? Das Beste. Und warum wollen wir das Beste? Weil wir es ja hoffentlich diesen Hotels wert sind, uns einen fantastischen Service zu bieten. Und dafür sind wir auch bereit, etwas zu bezahlen. The La Salle, Chicago, a Autograph Hotel, neu eingerichtet im Building von The Marriott-Kette und auch im Marriott House. Eine Geschichte, die ich wieder buchen würde. Abonnieren, liken und wiederkehren. Und nicht vergessen, jetzt die Roomtour anzusehen. Und tschüss. Thank you.
sexy Beat. We'll be right back.